Du bist doch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFACoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute möchte ich euch sagen, wann ihr eure Spiele am besten verkaufen solltet. Ich hoffe, ihr habt investiert, denn das Ganze dürfte, glaube ich, ganz gut funktionieren. Ich habe ja selbst in Enyama investiert, in Skrittel und in Lanzini, also drei Informs aus dem aktuellen Team of the Week und die Spieler waren halt extrem günstig, weil die Packs eben auch so günstig waren und deswegen viele Packs gezogen wurden und dann eben viele Spieler auf den Markt gekommen sind und dadurch die Spieler gesunken sind und das war eben auch aufgrund des Mondneujahrs. Deswegen waren ja die Packs erst so günstig. Und das ist eben der Grund, wieso die Spieler so günstig waren. Und jetzt normalisiert sich der Markt dann bald wieder. Und ich denke, dass die Spieler am Samstag diese Woche am teuersten sein werden, beziehungsweise ihren Normalpreis wieder erreichen werden. Also wenn ihr sie am Samstag verkauft, dann dürften die ab Samstag nicht mehr stark steigen, denke ich. Denn, ja, am Samstag ist ja dann die Weekend League. Bis Samstag dürfte sich der Markt auf jeden Fall wieder erholt haben. Und von dem her würde ich eure Spieler, beziehungsweise ich werde meine Spieler am Samstag wahrscheinlich verkaufen. Vielleicht auch am Sonntag, aber wahrscheinlich eben am Samstag. Da dürften die Preise dann wieder ganz gut gestiegen sein. Und der erste Spieler, den wir uns eben anschauen, ist Enyama. Den haben wir für ja, unter 15.000 auf jeden Fall geholt. Und ihr seht es hier beim Preisverlauf. Am Sonntag, da war der noch so bei 12.000 Münzen teilweise. Also wenn ihr da den am Sonntag gekauft habt, habt ihr den sogar für 12.000 Münzen bekommen. Dann ist der auf jeden Fall gestern, also am Montag, schon gestiegen. Dann war er bei 13.000 und heute gingen sie dann wieder weiter hoch. Und jetzt ist er schon bei fast 17.000 Münzen, der Enyama. Das heißt, hier machen wir auf jeden Fall schon mal einen guten Gewinn. Und ich sehe das auch schon hier ganz klar, dass die Spieler auf jeden Fall steigen. Also die werden ganz klar noch weiter steigen, da bin ich mir ziemlich sicher. Hier haben wir Lanzini, da seht ihr das auch ganz gut. Sonntag auf jeden Fall so 12.000 Münzen, 13.000 Münzen und dann heute eben schon fast 15.000 Münzen. Also der ist auf jeden Fall auch gestiegen und Skrittel ist auf jeden Fall auch ein wahnsinnig gutes Investment gewesen. Also wenn ihr euch den irgendwie 20 Mal geholt habt, dann macht ihr da auf jeden Fall einen wahnsinnig guten Gewinn. Und ihr könnt es hier auch ganz klar sehen. Der war vor einer Woche einfach nur so 24k wert. Natürlich, da ist er gerade rausgekommen, weil ja da das Team of the Week rausgekommen ist und der aus dem aktuellen Team of the Week war. Aber trotzdem, wie stark der hier einfach gefallen ist. Und hier hat er einfach nur 14.000 Münzen gekostet. Das schauen wir uns nochmal an. Hier 13.000 teilweise sogar nur. Dann ist er eben wieder weiter gestiegen. Dann war er schon bei 15.000 und jetzt liegt er eben schon bei über 17.500, fast schon bei 18.000 und ich denke, bis Samstag dürftet ihr auf jeden Fall auf die 25k hinkommen. Und ja, Freunde, das möchte ich euch auf jeden Fall gesagt haben, dass ihr eure Spiele am Samstag am besten verkaufen solltet, beziehungsweise halt einen Tag vorher, einen Tag nachher, aber auf jeden Fall so ungefähr am Samstag würde ich euch das empfehlen. Und ja, Freunde, dann möchte ich euch noch ein anderes Beispiel zeigen und zwar Draxler. In den wollte ich nämlich zu Beginn auch investieren, habe aber dann leider nicht mehr genug Coins gehabt und das wäre ein mega Investment gewesen. Schaut euch das einfach mal an, Jungs. Der war einfach mal am Sonntag, ja, 53.000 Münzen wert und dann ging der einfach sowas von heftig hoch. Also der ist jetzt schon bei 63.000 Münzen. Also da habt ihr jetzt hättet ihr jetzt schon 10.000 Münzen Gewinn gemacht und das wäre einfach nur übermäßig krass. Natürlich müsst ihr die 5% EA-Gebühren auch immer beachten, aber trotzdem wäre das ein richtig starker Gewinn. Aber mit unseren Karten machen wir auf jeden Fall auch einen starken Gewinn und ich hoffe, dass ihr auf jeden Fall auch investiert habt. Also verkauft die Spieler diesen Samstag höchstwahrscheinlich, da dürfte es am günstigsten sein, also am besten für euch. Also da dürften die Spieler am teuersten unter Anführungszeichen sein, denn sie werden vielleicht noch ein bisschen steigen, vielleicht wieder dann ein bisschen fallen. Man weiß es natürlich nie genau, aber ich denke, Samstag dürfte ein guter Zeitpunkt sein. Ja, Freunde, das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Checkt gerne noch die Videobeschreibung ab. Dort geht es zu meinen Partnern MMOGA und FIFACoin.com. Und ja, Freunde, dann war es mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao, Leute, FIFA Stars.